Unsichtbar und doch allgegenwärtig. Mikrotechnik begegnet uns heutzutage in vielen Bereichen. So verbessern Nano- und Mikrostrukturen bei der Computertomographie den Bildkontrast. Auch in Röntgenlinsen finden sie breite Anwendung. Viele funktionale Details in Mikrostrukturen sind nur einige Nanometer groß. Ein Nanometer entspricht einem Millionstel Millimeter, also einem Milliardstel Meter. Die Dicke eines menschlichen Haares beträgt bis zu 0,1 Millimeter. Ein Nanometer ist also 100.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines Haares. Doch wie stellt man etwas so Winziges her? Welche Technologie steckt dahinter? Am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, nutzt das Institut für Mikrostrukturtechnik einen Elektronenstrahlschreiber, einen sogenannten E-Beam, um Mikrostrukturen herzustellen. In diesem Größenbereich wird selbst ein Staubkorn zu einem Problem. Jegliche Verschmutzung muss bei der Fertigung vermieden werden. Um dies zu gewährleisten, wird das 2,8 Tonnen schwere Gerät in einem Reinraum betrieben. Der E-Beam ist so empfindlich, dass der Reinraum elektromagnetisch abgeschirmt ist. Selbst die Strahlung eines Handys würde ausreichen, um den Vorgang zu stören. Eine Antivibrationsplattform sorgt dafür, dass das Gerät nicht durch Erschütterungen am Boden beeinflusst wird. Bevor der E-Beam jedoch zum Einsatz kommt, ist, wie beim Häuserbau, ein Bauplan für die gewünschte Struktur erforderlich. Ein CAD-Programm erstellt nach definierten Vorgaben den Plan, den der E-Beam anschließend umsetzt. Seinen Namen hat der Elektronenstrahlschreiber daher, dass er mit Hilfe von Elektronen den Bauplan der Struktur auf eine Kunststoffschicht überträgt. Ähnlich einer Schreibmaschine schreibt er die Struktur auf das Material, mit Elektronen statt mit Tinte. Die Elektronen werden mit 100.000 Volt Spannung beschleunigt. Sie treffen auf eine dünne Kunststoffschicht, die zuvor in der erforderlichen Stärke auf einer Siliziumscheibe, einem sogenannten Wafer, aufgetragen wurde. Die Bereiche, die laut CAD-Bauplan vorgesehen sind, werden Punkt für Punkt mit Elektronen beschossen. Dort, wo die Elektronen auftreffen, werden die langkettigen Moleküle des Kunststoffs in kleinere Molekülketten zerlegt. Im nächsten Schritt werden diese kurzkettigen Moleküle herausgelöst. Zurück bleibt die gewünschte Mikrostruktur, in diesem Fall das KIT-Logo mit einer Strichbreite von 40 Nanometern.